Eine Kollegin aus Binkendorf uns gesagt, unsere ist genauso teuer oder eigentlich noch teurer. Denn zu unserer Tracht gehören 3 Vierröcke. Ich mache das jetzt mal hier. Ich habe heute meine Originaltracht nicht an, weil ich mittanzen wollte und dazu ist sie einfach zu schwer. Denn in jedem Rock sind 3,50 Meter handgewebten Stoff. So. 3,50 Meter, red nicht dagegen. So. Einen schwarzen Rock, einen roten, einen blauen, einen grünen und dann tragen wir auch noch einen Unterrock. Das gehört eigentlich zu der richtigen Tracht. Es ist eine Arbeitstracht, deshalb gehört auch diese Blaudruckschürze dazu. Nun haben wir heute Morgen diskutiert und haben gesagt, Mensch, früher gab es noch nicht diese Waschmittel und alles, warum haben die denn weiße Blusen zur Arbeit getragen? Aber Wäsche kochen, das konnte man damals auch schon. Und die weiße Wäsche war eigentlich die Wäsche, die am leichtesten wieder sauber zu kriegen war. Die schwarzen Röcke oder die handgewebten Kleider und Röcke, die wurden natürlich nicht gewaschen, die wurden nur an die frische Luft gehängt und ausgeschüttelt. Dass der Mief rauskam und der Staub. Dazu gehört keine Haube, sondern das ist eine Blankmütze. Also eine Mütze. Hinten mit Perlen und Paletten bestickt, die schwarze Schleife und hier vorne die weiße Windflucht. Sie war früher etwas breiter, weil ja die Frauen damals auf dem Feld arbeiten mussten und wenn es denn so warm war wie heute und noch wärmer, dann hat diese Windflucht ein bisschen Wind zugefächelt, also frische Luft zugefächelt. Ich muss immer erst überlegen, was ich sagen will. Ich mache dazu so Plattdütsch. Und weil das dann so fern nicht verstauen können, habe ich gedacht, magst du da Tüte Puchtütsch. Der Brustlatz wurde in den meisten Fällen von den Frauen selber gestickt, auch bei uns in der Tanzgruppe, bis auf einige wenige. Die haben sich das von einer Tänzerin, die heute nicht da ist, die wird im nächsten Jahr 80, die macht denn diese Handarbeiten für uns.